Unsere Kinder nannten ihn so. Candyman. Ich muss gestehen, dass ich Candyman als Bezeichnung für jenen Herrn in Rom, dessen Namen ich bis heute nicht kenne, zuerst unpassend fand. Als Erscheinung war mir Senior Candyman, den ich auf Mitte bis Ende 70 schätzte, seit dem späten Frühjahr bekannt. Er saß nachmittags auf einer Bank im Piccolo Parco, las in La Repubblica oder sah vor sich hin, die zusammengefaltete Zeitung in der Hand, als wäre er auf Mückenjagd. Anfangs hatte ich ihn im Verdacht, er ergötze sich am Anblick der jungen Paare. Deren Zärtlichkeiten, für die sie offenbar keinen anderen Ort fanden, schienen mir mitunter gewagt. Aber das lag wohl daran, dass ich immer mit Anna und Paula kam. Ihr Kindergarten war nur ein paar Schritte entfernt, auf der anderen Straßenseite. Der Park, der eigentlich Parco di Marguerite Duras heißt, ist eher ein Spielplatz, auf dem knapp 3 Dutzend Schirmpinien stehen, die sich auch bei Windstille alle gen Süden neigen. Ihre Schatten, die über Bänke, Kieswege und den schütteren Rasen wandern, sind so klein, dass man kaum länger als 20 Minuten auf einer Stelle sitzen bleibt. Signor Candyman kannte die Bewegungen dieser Schatten und wechselte bereits die Bank, bevor ihn die Sonne erreichte. Kam ich zwischen 2:30 und 3:45, saß er mit seiner Zeitung auf halber Höhe des Weges, der zum Karussell und den dazugehörigen Pavillons hin anstieg. Gegen 3 Uhr nahm er gemäß seiner Choreografie in unserer Nähe, also gleich neben den Schaukeln, auf einem der dunkelgrünen Plastestühle Platz. Von hier, der Kuppe des kleinen Hügels, sah man die Sonnenschirme des Cafés auf der anderen Seite. Einmal, es muss Anfang Juni gewesen sein, standen unsere Stühle so dicht beieinander, dass ich ihn grüßte. Er beugte sich kurz vor, als wollte er aufstehen, und griff an seinen Hut. Da mir keine gleichwertig formvollendete Geste zu Gebote stand, grüßte ich noch einmal, wobei ich eine Verbeugung andeutete. An diesem Tag, die Mittagspause für das Karussell wollte kein Ende nehmen und das Café hatte bereits Ferien, schenkte er den Kindern zum ersten Mal 2 dieser Gettoni aus Messing. Er musste erst gar nicht auf die Apparate neben den Maschinchen auf die Autorennen deuten und Candyman sagen. Die Kinder rannten sofort los. Er half den Mädchen, die mit einem Grat versehenen Jetons in den Schlitz des Apparates zu werfen. Er bediente den kleinen Hebel. Und nun trat auch ich heran, weil ich sehen wollte, wie sich die Kralle im Glaskasten über den Tütchen mit Lutschern und Lakritzschnecken bewegte. Obwohl es an dem Hebel einen Knopf gab, um die Kralle nach unten sinken zu lassen, musste man warten, bis diese von selbst niederfuhr. Gleich beim ersten Mal grapschte sie sich 3 Päckchen. Doch stieß der Stiel des Lutschers beim Abtransport gegen die Wand, jenseits derer sich die Röhre nach außen befand, und fiel zurück. Der Signore ballte enttäuscht die Faust. Gleich darauf schnarrte eine Stimme »Candyman«, und die Kinder bückten sich, um die 2 Päckchen aus der Luke zu nehmen. Als ich auf dem Heimweg den Mädchen sagte, dass sie nie allein mit einem fremden Mann oder einer fremden Frau mitgehen dürften, erwiderte Paula vorwurfsvoll: »Aber Signor Candyman kennen wir doch.« Am nächsten Nachmittag blieben Anna und Paula vor dem La Repubblica lesenden Signore stehen. Er schlug das Blatt sofort zu, stand auf und ließ die Jetons in seiner Hosentasche klimpern. Das Gute an dem Candyman-Apparat war, dass er seine Greifversuche so oft wiederholte, bis wenigstens 1 Päckchen in den Schacht fiel. 2-mal hatte ich mein Glück an dem benachbarten Apparat versucht, der 1 Euro als Einsatz verlangte. 2-mal schloss sich der Greifarm um den Fußball. 2-mal erlahmten schon einen Augenblick später seine Kräfte und der Greifarm surrte nach oben, ohne dass sich der Ball auch nur 1 Millimeter gerührt hatte. Signor Candyman winkte ab und bewegte seine flache Hand vor seiner Kehle. Halsabschneider hieß das wohl. Die Landschaft der Bälle, il paesaggio dei palloni, sagte er, habe sich seit Wochen nicht verändert. Wie um mich zu trösten, zog er aus seiner Jacketttasche eines dieser winzigen Bonbons, die man im Flugzeug vor der Landung bekommt, und schenkte es mir. Ich wollte nicht ablehnen, brachte es jedoch nicht über mich, das Bonbon auszuwickeln und in den Mund zu stecken. Mein Anfänger-Italienisch ließ kein wirkliches Gespräch zu. Ich verstand einiges. Aber mehr als ein paar Worte über das Wetter und dass ich als Scrittore für 1 Jahr hier sei und in der Villa Massimo wohne, gelang mir nicht. Er lächelte.
Die Villa Massimo sei doch hier. Hier? Nein, dort, sagte ich und zeigte die Viale die Villa Massimo hinauf. Er beharrte darauf, die Villa Massimo sei da, wo wir säßen. Früher, sagte er, sei alles hier Villa Massimo gewesen. Nun sei allein dieser Park übrig und jeder Römer nenne ihn Villa Massimo. Das war unser längstes Gespräch auf Italienisch. Oft saßen wir nur nebeneinander und sahen den Kindern und den Liebespaaren zu. Es schien, als sei er für die Messingjetons zuständig. Ich dagegen für die dicken, rosafarbenen Plastijetons, die man für das Karussell brauchte. Signor Candyman trug fast immer denselben hellen Anzug. Allein die Krawatte wechselte er täglich. Und stets korrespondierte sie mit dem Grün seiner Augen, was wohl diesen Eindruck von Gediegenheit hervorrief. Manchmal räusperte er sich ausgiebig, zog dann ein gefaltetes Taschentuch hervor und tupfte sich über die Lippen. Er hatte auffallend zarte Hände. Es hätten die Hände einer Frau sein können. Dieser Eindruck rührte wohl auch von dem Ring her, den er an seiner Rechten trug. Der Stein war milchig durchscheinend und in Silber gefasst. Wegen meiner gerissenen Achillessehne sah ich Signor Candyman dann 2 Monate lang nicht. In gewisser Weise sorgte er aber selbst dafür, dass ich ihn nicht vergaß. Am letzten Tag vor den großen Ferien erhielten die Mädchen in der Scuola Materna, wie man in Italien den Kindergarten nennt, einen Doktorhut aus Papier und im Piccolo Parco 2 Heliumluftballons in Form eines Dalmatiners und eines Delfins. Die Luftballons waren seine Geschenke. Während der Delfin noch am selben Nachmittag in den Himmel über Rom entschwand, er ist zum Meer geflogen, du musst nicht traurig sein, Paula, fand ich Annas Dalmatiner wenig später an der Decke des Ateliers wieder. Zuerst ärgerte ich mich, diesen Ballon nun täglich über mir zu haben, denn auch mit einer Leiter erreichte Tanja, meine Frau, den herabhängenden Strick nicht. Nach wenigen Tagen aber hatte ich mich an den seltenen Gast gewöhnt, der bei mir ausharrte, wenn alle anderen ans Meer fuhren oder zu irgendeiner Party gingen. Es dauerte jedoch nicht lange und er begann zu sinken. Die 4 Beine immer schön nach unten. In dieser Zeit sprach ich manchmal mit ihm wie mit einem Haustier. Denn er schien aufmerksam wie ein Wachhund aus dem großen Dachfenster zu blicken. Eines Morgens schwebte der Dalmatiner schließlich so tief über meinem Schreibtisch, dass ich ihn herabziehen konnte. Ich befestigte den Strick an der Heizung. Doch außer mir interessierte sich niemand mehr für ihn. Als würde er immer zutraulicher, sank er tiefer und tiefer und stand eines Morgens vor mir auf den blanken Fliesen. Zunächst hatte ich daran gedacht, beim Wiedersehen Signor Candyman das Eigenleben seines Geschenks zu beschreiben. Nachdem aber der Dalmatiner mich einige Tage hindurch unverwandt beobachtet hatte, lehnte er sich an die Heizung. Da war mir klar, wie wenig sich das Folgende zum Erzählen eignete. Der Verfall seines Körpers setzte an den Pfoten ein und erfasste bald auch Brust und Lenden. Sein Hals wurde schlaff und schließlich zeigten sich sogar Dellen am Kopf, die ihn fratzenhaft entstellten. Sein Körper schwand gleichsam vor meinen Augen dahin. Ich löste den Strick von der Heizung, weil es aussah, als hätte ich ihn dort festgebunden und vergessen. Als er ganz platt war, unternahm ich bereits meine ersten Gehversuche. Ich legte die Folie zusammen, steckte sie in eine saubere Tüte, humpelte mit dem Päckchen unterm Arm bis zur Pforte und, nach einer kurzen Rast, weiter bis zu dem Müllcontainer auf der Straße. Erst nach Ferragosto, das Leben kehrte in die Stadt zurück und ich konnte mich inzwischen halbwegs normal bewegen, ging ich mit Anna und Paula zum ersten Mal wieder in den Piccolo Parco. Auch die Karussellbetreiber hatten ihren Urlaub beendet. Signor Candyman saß im Schatten. Die Kinder machten sich schon von Weitem bemerkbar und rannten los. Er faltete die Zeitung zusammen, steckte sie in die Jacketttasche und erhob sich. Noch bevor ich ihn begrüßen konnte, ging er mit den Mädchen hinunter zum Automaten. Ich setzte mich auf seinen Platz. Sie ließen sich mehr Zeit als sonst. Die Musik im Karussell war eine andere. Außerdem vermisste ich die Geräusche der einzelnen Vehikel.
das Geheul der Feuerwehr oder das Reifenquietschen des roten Formel-1-Wagens. Nur das Candyman-Lachen war das gleiche geblieben. Mir war, als glaubten die Mädchen unaufhörlich Tütchen aus der Luke. Bald wechselte ich hinauf zu den Schaukeln. Der Wind war an diesem Tag so heiß, wie ich es noch nie erlebt hatte. Als hielte man sich einen Föhn vors Gesicht. Als die Mädchen und Senior Candyman endlich genug hatten, kamen sie zu den Schaukeln herauf. Sie unterhielten sich. Mir fiel zuerst der andere Klang seiner Stimme auf. Ja, seine ganze Art, sich zu bewegen, schien mir verändert. Plötzlich verstand ich ihn. »Sie sprechen Deutsch«, platzte ich heraus. Beinahe erschrocken sah er mich an und nickte. »Ach, das wusste ich gar nicht«, sagte ich. »Entschuldigen Sie«, sagte er in einem Tonfall, als wollte er weiterreden. Ich musste Anna in die Kinderschaukel heben und anschubsen. Danach setzte ich mich neben ihn auf den grünen Plastestuhl, den er herangezogen hatte. Sagte etwas wie »Kaldo, Kaldo« und tat, als fächelte ich mir Luft zu. Er hielt mir wieder so ein Bonbon hin. So ein kleines, weißes. Ich dankte und steckte es in die Hosentasche. Er räusperte sich mehrmals, bevor er weitersprach. »Ich habe lange in Deutschland gelebt«, sagte er. »In Rostock.« »Wie? Im Osten?« rief ich. »Ich war verheiratet. Ich habe sie in Weimar kennengelernt. Sie war Slawistin, sprach jedoch ausgezeichnet Italienisch. Sie fand, Russisch und Italienisch ähnelten sich. Ich fragte sie, wo in Italien sie studiert habe. In Italien, sagte sie. Das wäre mein Traum. Dieser Satz ging mir nicht aus dem Kopf.« Der Signore machte eine Pause. Ich wollte schon sagen, dass auch meiner Empfindung nach Italienisch und Russisch einander ähnelten. Und dass russische Werbung so wie italienische klinge und umgekehrt. Aber da fuhr er bereits mit seiner Erzählung fort. »Wir schrieben uns und ich flog, so oft es meine Arbeit zuließ, ich bin Chemiker, in die DDR, in die Deutsche Demokratische Republik. Wahrscheinlich hätte ich Renate schon viel früher gefragt, ob sie mich heiraten will. Ich fürchtete nur viel zu lange, dass sie den Italiener liebt, nicht mich. Verstehen Sie? Ich habe ihr selbst dann noch misstraut, als ich ihr versprechen musste, zu ihr zu ziehen. Nach Rostock. 1976 haben wir endlich geheiratet. Genau an dem Tag, an dem die Olympischen Spiele in Montreal eröffnet wurden. Und natürlich sind wir im Herbst nach Rom gefahren. Meine Eltern hatten Angst vor Renate. Sie meinten, sie sei eine Spionin, eine Agentin des Kremls. Sie hatten Angst vor ihr, bis zum Schluss. Wissen Sie, Renate kannte alles, den ganzen Stadtplan. Sogar den Grundriss des Forum Romanum konnte sie aufzeichnen. Sie staunte nur jedes Mal. Natürlich sah alles anders aus als auf ihren Fotos und in ihrer Vorstellung. In Florenz brach sie in Tränen aus, weil das Relief von Donatello so klein war. Sie hätte es fast übersehen. Ich musste kurz aufstehen, um Anna auf ihrer Schaukel wieder Schwung zu geben. Ich fand Arbeit in Stralsund, in der Werft. Wir arbeiteten an den Schiffslacken. Das war eine großartige Arbeit. Wir wohnten in Rostock. In Stralsund hatte ich nur ein Zimmer zur Untermiete. Ich hielt mich zurück, um Renate nicht zu drängen. Ich dachte aber immer, dass wir bald nach Italien gehen würden. Ich meine, wir konnten reisen, wohin wir wollten. Trotzdem, das Geld musste ich mir jedes Mal von meinen Eltern geben lassen oder von den Ersparnissen nehmen. Zweimal pro Jahr fuhren wir nach Rom. In Italien hätte ich viel mehr verdient. Viel mehr. Sobald ich aber damit anfing, erinnerte mich Renate an mein Versprechen. Ihr war es ernst damit. Ich könne ja gehen, doch von ihr solle ich das nicht verlangen. Ganz gleich, was ich sagte, immer kam sie mir mit diesem Versprechen. »War sie eine Überzeugte?«, fragte ich. »Eine Überzeugte?« »Ich meine, war sie für die DDR eine Genossin?« »Nein, überhaupt nicht. Politisch waren wir uns einig, aber sie wollte nicht weg. Er sah zu den Kindern, die jetzt damit beschäftigt waren, die Lakritzschnecken und Lutscher aus den Tüten zu pulen. Im Herbst 86 flog sie zum ersten Mal nicht mit nach Rom.« Fuhr er fort und tupfte sich den Schweiß von der Oberlippe. »Sie habe zu tun. Einmal im Jahr reiche ihr.
Das letzte Mal waren wir zusammen im Frühjahr 91 in Rom. Ich beschwor sie, mit mir nach Italien zu gehen. Ich hatte keine Arbeit mehr. Und hier gab es Angebote, gute Angebote, sogar in Rom. In Kiel fand ich schließlich was. Ich hatte ja noch 7 Jahre bis zur Rente. Als Renate 60 wurde und die Uni verließ, zog sie nach Usedom zu ihrer Mutter, in das Haus an der Steilküste. Manchmal sahen wir uns 2 Wochen nicht. Von Kiel nach Wolgast und dann auf die Insel. Das war eine Weltreise. Aber wir haben uns geliebt. Wir hingen aneinander. Dann wurde Renate krank. Sie beschuldigte mich plötzlich, ihr die Uhr weggenommen zu haben. Als ich sagte, dass sie die Uhr doch am Arm trage, fuhr sie mich an. Nein, doch nicht diese, die richtige, die du mir in Rom gekauft hast. Als ich sagte, die habe sie doch schon in Rom verloren, lachte sie mich aus. Mitten in der Woche rief mich Renate in Kiel an und fragte, wo ich mich denn herumtriebe. Das Essen stehe auf dem Tisch. Wenn ich freitags nach Hause kam, warf sie mir vor, ich wolle sie kontrollieren. Er schwieg. Ich gab den Kindern Wasser, weil sie bei dieser Hitze viel trinken sollten, und schubste sie wieder an. Als ich mich setzte, bemerkte ich auf seiner Oberlippe, nahe am Mundwinkel, ein paar Bartstoppeln. Fast hätte ich ihn darauf hingewiesen, als wären diese Stoppeln etwas, das er abwischen könnte. Vielleicht, dachte ich, rasiert er sich nach dem Duschen, wenn der Spiegel beschlagen ist. Kaum hat man ihn abgewischt, beschlägt er sofort wieder. Einmal hat sie mir vorgeworfen, dass ich heimlich nach Italien gefahren sei, obwohl ich nur einkaufen war. Und als ich ihr die Tasche zeigte, schrie sie mich an, na bitte, alles Westsachen. Ich bat sie näher hinzuschauen, ob sie hier irgendwo etwas auf Italienisch erkennen würde. Und da merkte sie, dass etwas nicht stimmte. Ich hoffte dann immer, dass sie erwacht, dass die Schlafwandlerin erwacht. Aber nein, sie erwachte nicht. Eigentlich war das sogar das Schlimmste. Denn sie merkte, dass sie sich geirrt hatte. In so einem Moment kam ich auf die Idee mit den Ringen. Er winkelte den linken Arm an, sodass ich seinen Ring nun aus nächster Nähe betrachten konnte. Ich habe 2 davon machen lassen, 2 gleiche. Das ist Mondstein und in dieser Qualität äußerst rar. Sehr schön, sagte ich. Wirklich sehr schön. Sie werden denken, ich habe meine Frau verlassen. Und in gewisser Weise kann ich das auch nicht leugnen. Aber wissen Sie, eigentlich hat sie mich zuerst verlassen. Ich weiß nicht, woran der Ring sie erinnert. Ob sie überhaupt noch eine Erinnerung hat oder ob es jeden Tag eine andere ist. Mich jedenfalls erinnert er fortwährend an sie. Er nahm seinen Hut ab und hielt ihn sich vor die Brust. Ein paar Haarsträhnen wehten im Wind. Caldo, sagte ich. Un respiro caldo del deserto. Der heiße Atem der Wüste. Seither haben wir nie wieder Deutsch miteinander gesprochen. Ja, er wirkte mir gegenüber sogar etwas abweisend. Zu den Kindern blieb er unverändert freundlich und großzügig. Ich beobachtete ihn, wie er von Mitte September an die Plätze in der Sonne suchte und vor den Schatten flüchtete. Im Oktober war ich fast 3 Wochen lang unterwegs. Als ich den Piccolo Parco wieder sah, erschien er mir kleiner als früher. Geradezu lächerlich klein. Signor Candyman fand ich nirgends. Ein paar Mal gingen wir noch in den Park, trafen den Signore aber nicht mehr. Anfang Januar kehrten wir nach Berlin zurück. Mit dabei, in verschiedenen Hosen und Jacketttaschen, 5 der rosafarbenen dicken Jetons für das Karussell und die beiden kleinen Bonbons, die die gleiche Färbung, ja, fast Durchsichtigkeit besitzen, wie der Mondstein an seiner Hand.